Hallo, wir sind immer noch auf der Spiel 2013 in Essen. Wir sind hier am Stand vom Prometheus Verlag. Bei mir ist der Sebastian und erzählt uns jetzt was zum neuen Hellfrost-Buch. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Also ich bin Sebastian Deutsch. Ich bin der Chefredakteur für Hellfrost und ja, neu ist so relativ. Also das Buch ist jetzt seit 2 Monaten draußen. Das ist jetzt die Limited Edition des Rassilon-Bandes, der Weltenbeschreibung zum großen epischen Hellfrost-Setting. Ja, das heißt, wir sind jetzt von 3 Kernbüchern, sind jetzt 2 raus. Das dritte Kernbuch, der Kreaturenband zu Rassilon, der wird so in 1-2 Monaten erst erscheinen, was daran liegt. Viele haben ja moniert, die Karte im Hellfrost-Buch ist halt leider nur Englisch, was daran lag, dass wir keine editierbare Vorlage hatten. Und wir haben jetzt die Karte eindeutschen lassen und weil viele nicht die Karte jetzt extra als PDF oder so nur haben wollen, haben wir uns entschieden, in den Kreaturenband kommt die deutsche Karte dann als normaler Deckel in Print, so wie es halt hier jetzt in der Version auch ist. Und es dauert, deswegen dauert es noch ein bisschen, ansonsten ist das Ding aber eigentlich praktisch durch. Also Lektorat ist gelaufen, Layout fängt gerade an, parallel läuft nochmal so eine, ja, ich nenne es mal Fremdkontrolle, also einige bekannte User und auch Leute, die den Kickstarter gebackt haben, werden das Dokument, haben es entweder schon oder werden es in Kürze kriegen und können es sich anschauen, können es kommentieren, können sagen, oh, da ist aber noch ein schlimmer Fehler, und damit wir es einflechten können. Parallel wird halt an Abenteuern gearbeitet, also die Piraten des Kristallstroms ist bereits fertig übersetzt, befindet sich im Layout und sollte Anfang des kommenden Monats dann auch im Handel sein. Dann die verlorene Stadt Paraxus ist ebenfalls fertig übersetzt, wartet gerade aufs Lektorat. Und wir arbeiten auch an einigen deutschen Überraschungen. Wir haben also jetzt einige Exposés für interessante Abenteuer schon zugesandt und werden da jetzt auch langsam in die Produktion gehen, aber das dauert natürlich noch ein bisschen, bis da deutsche Bücher erscheinen. Ja, das ist so erstmal so der Fahrplan für Hellfrost. Ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank. So, immer noch beim Prometheus Verlag habe ich jetzt den Daniel bei mir, der uns jetzt etwas zu Nova erzählen wird. Hallo Daniel. Hallo, also wir haben ein paar Neuheiten in diesem Jahr und ganz frisch ist unser Quellenband Terra Superior, das Imperium, herausgekommen. Das ist so, das gibt es im Augenblick als PDF für 1995. Wer das PDF jetzt kauft, bei den ersten 100 Käufern, die bekommen das nachher als Rabatt auf das Druckgewerbe. Das heißt, wir gehen in Druck, wenn wir 100 Käufer zusammen haben. Und dann bekommen die den Rabatt, also quasi ein PDF geschenkt. Das ist also eine ziemlich gute Aktion. Kann man bei uns auf der Webseite oder kann man bei uns im Shop oder am Stand vorbeischauen dafür. Erschienen außerdem im Sommer ist Cash and Cargo, das sind 4 Abenteuer. Die können entweder als Reihe gespielt werden oder auch als One-Shots im Bezug so Händler-Schmuggler-Settings oder auch für Piraten gedacht. Wir haben da diverse Setups, die wir da empfehlen. Ebenfalls wieder neu aufgelegt ist unser altbekannter Testflug, Einsteigerheftchen. Das gibt es in Real, weil man diese wunderbar schönen Ausschnitte hat, entweder für 3 Euro als Schutzgebühr oder kostenlos zum Download im Netz mit ziemlich vielen Erweiterungen auch dazu. Terra Superior ist jetzt so gerade unser Hauptprodukt, wenn man so möchte. Und das ist also das, was wir jetzt neu draußen haben. Und was kommt demnächst noch so? Also wir planen jetzt zum Imperium für das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre Kampagnen. Und zwar gibt es 4 Ideen, / Konzepte dazu. Und bei uns sind hier alle Sachen immer so, was Abenteuer und Kampagne sind, im Querformat A5. Ne? Und so wird es auch ein Booklet dazu geben. Das erste Kampagnenband, denke ich, also wird also im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Ich würde vermuten zur RPC, wenn wir mal schauen. Und das hat alles auch mit Metaplot Bezug und wird eben alles im Imperium spielen. Also einmal geht es um die Mars-Terroristen, einmal geht es um Mafia-Strukturen in Utopia City, in der imperialen Hauptstadt. Einmal geht es um eine Forschungskampagne und Diplomatie, Ränkespiele und so weiter und so fort. Einfach mehr Vielfalt für die Spieler. Richtig, und vor allem schöne Kampagnen, wo sie eben auch dieses neue Terra Superior auch gut erleben können. Dann vielen Dank, ja. Ja, danke, auch. So, immer noch am Stand von Prometheus, diesmal mit dem Marcel. Hallo Marcel. Ja, hallo. Und ihr habt ja momentan eine Aktion laufen, eine Crowdfunding-Aktion, um die Gentleman's Edition neu aufzulegen. Erzähl uns nochmal was darüber. Genau, es ist also eine Fanfinanzierungsaktion, die läuft noch bis zum 11.11., also noch gut 2 Wochen. Und es geht eigentlich darum, die Gentleman's Edition revised und die Taschenausgabe nachdrucken zu lassen, mit ein bisschen zusätzlichem Material. Und wir haben das extra über unsere Webseite gemacht, also über unseren Online-Shop, oben halt, bei Crowdfunding ist es so, wenn das Ziel nicht erreicht wird,
spendet es in die Stadt. Unsere Sachen kommen dann auf jeden Fall, sie brauchen nur ein bisschen länger. Ne? Das wird dann wahrscheinlich so Anfang des Jahres werden, wenn das Ziel erreicht wird, wird es noch dieses Jahr, was mit dem Nachdruck. Und wir geben halt den Beteiligten eine Möglichkeit, quasi Verlagsleiter zu werden, weil wir Umfragen starten oder gestartet haben auch schon, in dem bestimmt wird, was wir nur als Settings bringen können oder was an Zubehör noch so gemacht wird im Rahmen dieser Aktion. Das klingt ja sehr cool. Welche Settings sind denn bis jetzt schon bestätigt? Also bestätigt ist auf jeden Fall Runepunk. Ist ein etwas älteres Setting für Savage Worlds. Ich glaube, auf der Dorp gibt es sogar eine Rezension dazu, die ich auch schon gelesen habe. Ja, wird sicherlich ziemlich cool, denke ich. Aber es werden noch weitere Umfragen kommen, auf jeden Fall. Ja gut, da kann man sich ja dann auch noch dran beteiligen. Ja, kann man auch noch. Es ist bis zum 11.11. Zeit. Und ich glaube, der niedrigste Beteiligungsrahmen ist 1 Euro. Geht hoch bis 80 Euro oder so. Kann jeder frei entscheiden. Schön. Und ich habe gesehen, ihr habt auch noch diesmal ein Fremdprodukt am Stand, was ich sehr, sehr cool finde. Erzähl uns doch mal was dazu. Ja, das sind diese All Rolled Up heißen sie. Und das ist eine Kombination aus Würfelbecher und Etui oder Mappe, wenn man so möchte. Mal Platz für Würfel. Dann nutzen wir das mal ganz kurz. Hier. Und für Karten oder Spielsteine oder auch für Stifte. Wird hergestellt in England von einem Ehepaar, die das noch alles in Handarbeit machen. Also die kaufen selber die Stoffe ein, doch zu ganz normalen Preisen, keine Großhändlerrabatte oder so und fertigen die dann von Hand an. Man kann dann bei denen auch quasi Muster und Form quasi in Auftrag geben. Und in England läuft das schon ziemlich gut. Und wir suchen das jetzt in Deutschland halt zu etablieren. Wir sind da Distributor für die Sachen in Deutschland, haben die ein paar zu spielen mitgebracht, haben sehr großen Anklang gefunden und wir schauen mal, was das noch so ergibt. Also gibt es auch in verschiedenen Designs dann? Es gibt verschiedene Designs. Ich habe ja auch noch ein weiteres mitgebracht. Oder solche Designs sind auch möglich. Das ist immer davon abhängig, welche Stoffe Sie einkaufen. Schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Kein Ding.